Der gesamte asiatische Raum ist berühmt für seine lauten, bunten, prallen Gemüse-, Fleisch-, Stoff- und Haushaltsmärkte, die sich nahezu in jedem Ort finden, ob im Freien oder überdacht, an Straßen inmitten stinkender Abgase, in Hallen, sogar zu Wasser. Der Besuch asiatischer Märkte in ihrer grandiosen Vielfalt stellt einfach ein Muss für jeden Touristen dar. Nicht nur, um günstig einzukaufen, nein, auch einfach zum Flanieren, Beobachten, sich erfreuen. Manchmal zu ekeln. In Thailand wird nicht, wie in China, alles gegessen, was da kreucht, fleucht und schwimmt. Trotzdem ist vieles, was man als Europäer zu Gesicht bekommt, gewöhnungsbedürftig. Gegrillte Käfer, Zikaden, Kakerlaken und Heuschrecken zum Beispiel gelten in Thailand als Leckerbissen. Auch enthäutete Frösche gehören für uns nicht unbedingt zum gewohnten Bild eines heimischen Wochenmarktes. Dass sämtliche Abfälle erst einmal achtlos auf dem Boden landen, egal ob Fisch, Innereien oder Obst, fällt da kaum noch ins Gewicht. Der Gestank ist dementsprechend bestialisch. Und das liegt nicht nur an den berüchtigten Durians, Stinkefrüchten, die bei allen Thais überaus beliebt sind, wegen ihres köstlichen Geschmacks, allen Gerüchen zum Trotz.